Herzlich willkommen. Mein Name ist Silvia Müllecker. Ich bin Kunsthistorikerin und Kuratorin und lebe und arbeite in Wien. Wir befinden uns hier gerade im Hotel Le Méridien Vienna und zwar in einem ganz speziellen Raum, den Artist Space. Dieser wird immer wieder genutzt, um zeitgenössische Positionen zu zeigen bzw. neue Künstler und ihre Werke vorzustellen. Und es freut mich sehr, Ihnen die Ausstellung Vienna Insight in ein paar griffigen Bildern zu erklären und auf den Künstler und seine Bedeutung zu verweisen. Ein paar Informationen zum Künstler. Es ist Stefan Nützel. Er wurde 1967 in Bayreuth geboren. Er absolvierte in Nürnberg das Studium Kommunikationsdesign, später dann Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und lebt seit 1998 in Wien. Stefan Nützel hat sich der gegenständlichen Malerei verschrieben. In seinen vielschichtigen Oeuvre zeigt er immer wieder Bilder von Wien und von seinen Sehenswürdigkeiten. Und diese Inspiration hat ihn zu dieser Serie geführt, die wir hier im Le Méridien sehen können, mit dem Titel Vienna Insight. Das Bild Black and White des Künstlers Stefan Nützel ist 50x70 cm groß und entstand im Jahre 2010. Zu sehen sind zwei ägyptische Sarkophage, einmal in Weiß, einmal in Schwarz, die nebeneinander gestellt sind. Im Vordergrund des Bildes sieht man einen Schemel und einen angeschnittenen Heizkörper, das darauf verweist, dass wir uns hier in einem Museum befinden. Interessant ist die Stimmung des Bildes. Es herrschen grundsätzlich nur sehr reduzierte Farben vor und tauchen das Bild in eine sehr diffuse, wenn auch dramatische Stimmung. Der Titel ist vielschichtig. Eigentlich ist es ein Wortspiel. Es geht nämlich nicht darum, nur die Sehenswürdigkeiten von Wien zu betrachten, sondern auch der Künstler nimmt den Besucher an der Hand und zeigt ihm seine ganz speziellen Plätze, sein ganz spezielles Wien. Deswegen verwundert es eigentlich nicht, dass immer wieder oder beziehungsweise fast gar keine Menschen auftauchen. Und wenn Menschen auftauchen, dann sind es zumeist Staffagefiguren, die in das Bild hineingesetzt worden sind. Das führt zur nächsten Frage. Was ist eine Staffagefigur bzw. ein Staffageelement? In der Malerei wie auch in der Architektur werden diese Staffageelemente, es handelt sich dabei um Menschen, Bäume, Häuser, immer wieder eingesetzt, um Größenverhältnisse darzustellen. Die andere Seite ist auch, dass man auch versuchen möchte, mit diesen Staffagenelementen und Figuren den Betrachter in das Bild zu holen. Und natürlich auch eine gewisse Perspektive damit zu erreichen. Auch in den Bildern von Stefan Nützel finden wir solche Staffage-Elemente. In dem Bild Black and White handelt es sich um den Heizkörper und um den Schemel. Sie ermöglichen es erst, die Größenverhältnisse zu den Sarkophagen herzustellen bzw. ein räumliches Gefühl dem Besucher zu vermitteln. Was ebenso ins Auge sticht, ist die Perspektive. Wir haben hier nicht eine Zentralperspektive und der Künstler zeigt die beiden Sarkophage auch nicht von vorne oder versucht, bestimmte Details hervorzuheben. Es ist eher mehr die Perspektive im Vorbeigehen, des Vorbeigehens eines Besuchers, des Schlenderns. Durch dieses Vorbeigehen wird aber auch der Raum wichtig. Der Betrachter sieht den Schemel, er sieht natürlich auch den Heizkörper und versteht dann auch, dass dies eine räumliche Inszenierung ist. Es ist eine museale Inszenierung. Sie werden Teil eines großen Ganzen. Und durch die beiden Staffage-Elemente, dem Heizkörper und dem Schemel, wird mehr der Raum in den Mittelpunkt gerückt als die beiden Sarkophage. Mehr noch, sie werden durch diese Inszenierung von Stefan Nützel ihrer religiösen Kultbedeutung enthoben. Das Bild Alberner Hafen ist 60x60 cm groß und im Jahre 2012 entstanden. Gezeigt wird eine Fabriksanlage von außen. Bestimmend sind die Schienen, die in das Bild hineinziehen. Und im Hintergrund sind Kräne zu sehen, wobei die ganze Atmosphäre eine sehr ruhige bzw. menschenleere Stimmung vermittelt. Interessant ist auch die graue Wand mit den schwarz-weißen Markierungen. Auf der einen Seite bilden sie einen Stopp für den Blick und bestimmen auf der anderen Seite auch die Position des Betrachters. Der Künstler Stefan Nützel hat sich schon früh in seinem Studium mit der Ölmalerei auseinandergesetzt, die alten Meister studiert und seine ganz eigene Technik entwickelt.
Seine Virtuosität und seine Präzision und besonders auch seine Freude am Malen ist besonders an diesem Bild hier zu sehen. Wie gesagt, gezeigt wird eine sonnige Stimmung und Stefan Nützel benutzt eine Technik, die schon viele Künstler vor ihm angewendet haben, und zwar die der Plenärmalerei. Was ist das Schwierige und worin liegt die Herausforderung in der Plenärmalerei? Es ist zu einem das richtige Motiv zu finden, den Fokus zu setzen. Und auf der anderen Seite, und das ist die wirkliche Herausforderung, sind die Wettergegebenheiten. Stimmungen können sich verändern, die Wolken ziehen vorbei und jedes Bild bekommt eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Färbung. Auf diese Veränderungen muss der Künstler achten. Er muss sich schnell auf das Bild bannen und hat nur wenig Zeit, um ein ganz konkretes Motiv festzusetzen. Was macht dieses Bild noch aus? Es ist eher ein Spezifikum von Stefan Nützel, nicht nur einen bestimmten Fokus zu wählen, sondern auch immer die Balance zu halten zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Auf der einen Seite bestimmt dieses Bild verschiedenste Farbflächen, die Farbwerte, die Tonwerte. Aber man kann immer noch erkennen, dass es sich um ein Industriegelände handelt an einem sonnigen Nachmittag. Die Orte der Industrialisierung spielten in der Kunstgeschichte immer eine wichtige Rolle. Besonders am Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich viele Künstler mit diesem Motiv auseinandergesetzt. Auch der Künstler Stefan Nützel wählt diese Fabriksanlage, aber auch um seine eigene Definition und seine eigene Sichtweise zu zeigen. Hatte man vorher noch verschiedenste Interpretationsmöglichkeiten, so die von der Schönheit der Mechanisierung bis zur Kritik der Mechanisierung reichten, so versucht Stefan Nützel ein ganz anderes Bild zu zeigen. Er zeigt ein Bild der Ruhe, der vollkommenen Menschenlosigkeit, in einen Zustand, in dem die Fabrik schläft. Wodurch er auch noch dieses Bildmotiv verstärkt und seine Interpretation anlegt, das ist die besagte Perspektive. Der Betrachter ist weit weg. Er sitzt eigentlich neben dem Künstler, der sich so positioniert hat, dass man nur einen Teil der Fabriksanlage sehen kann. Dieser gewisse Stopp wird auch eingeleitet durch ein Bildmotiv. Und das ist diese graue Wand mit den schwarz-gelben Streifen, die eine gewisse Sichtbarriere darstellt, aber auch den Künstler auf eine ganz bestimmte Position hält. Stefan Nützel zeigt nicht die Hektik der Industrialisierung, sondern er zeigt einen ruhigen Moment in diesem Fabriksablauf, der aber auch noch eine weitere Bedeutung hat. Normalerweise würden wir diese Motive überhaupt nicht als bildwürdig betrachten. Es sind verrottete, teils unattraktive Gegenstände, die eigentlich den Blick überhaupt nicht interessieren. Das ist genau der Ansatz von Stefan Nützel, von dem ist er fasziniert. Genau von diesen Anlagen, von etwas, was unserer Aufmerksamkeit normalerweise entgeht. Die Perspektive spielt ebenso eine wichtige Rolle in diesem Bild. Stefan Nützel versucht immer wieder ungewöhnliche, außergewöhnliche Perspektiven zu finden, um den Betrachter in eine neue Welt einzuführen. Auch hier in diesem Bild. Stefan Nützel zeigt mit dem Bild Alverner Harfen die ruhigen Momente und nicht die Hektik der Industrialisierung. Er hat ganz bewusst diesen sonnigen Nachmittag gewählt, um dem Betrachter eine friedliche Stimmung zu zeigen. Die Perspektive verleitet dazu, innezuhalten, die Ruhe zu spüren, und so gelingt es dem Künstler, dem Betrachter diese Impression nicht nur nahe zu bringen, sondern sie auch ganz bewusst zu genießen. Das Bild Bacon im KHM des Künstlers Stefan Nützel ist 70x90 cm groß und wurde 2005 gemalt. Es zeigt eine Ausstellungsatmosphäre im KHM mit den Gemälden von Francis Bacon. Ebenso zu sehen ist ein Schemel, wie auch zwei Glastische, wie auch zwei Besucher, die aber mit dem Rücken zum Betrachter stehen. In diesem Bild ist der Betrachter gleich in zwei Ausstellungen. Zu einem in dem im Le Méridien und zu anderem in der KHM-Ausstellung mit den Bildern von Francis Bacon. Was möchte der Künstler uns damit sagen? Warum wählt er genau diesen Blickpunkt? Bei diesem Bild wählt der Künstler Stefan Nützel einen sehr distanzierten Blickpunkt zu einem seiner großen Vorbilder.
Es geht ihm nicht so sehr darum, die Bilder von Francis Bacon zu kopieren, sondern es geht ihm um die Stimmung des Raumes, der Atmosphäre. Mit einer dramatischen Farbauswahl taucht der Künstler den Raum in eine diffuse Stimmung. Wiederum verwendet er, wie bei seinem anderen Bild Black and White, eine ungewöhnliche Perspektive. Es ist nicht die Perspektive direkt vor dem Gemälde, sondern es ist die eines Sitzenden. Und das könnte man fast sagen, darauf verweist auch der Schemel, der ein bisschen mittig im Bild platziert ist. Unterstützt wird dieser Eindruck durch den Pinselduktus. Was versteht man darunter in der Malerei? Unter Pinselduktus wird grundsätzlich die Pinselführung, der Pinselstrich verstanden. Dieser kann von fein ausgearbeitet und glatt bis hin zu dynamisch, grob und pastos sein. Stefan Nützel wiederum versteht es, mit all diesen Stärken zu spielen. Wenn man das Bild genau betrachtet, so sieht man, dass der Boden sehr dynamisch mit den einzelnen Pinselstrichen fast dekoriert, eigentlich strukturiert ist, während die Wand sehr glatt, wie auch die Tische, einen sehr ausgeglichenen Farbauftrag aufweisen. Die Tische mit ihren glatten Flächen sind nicht nur, oder sie dienen nicht nur zur Verankerung im Bild, sondern sie bilden auch die einzelnen Staffage-Elemente, die den Raum strukturieren und ihm seine Größe geben. Stefan Nützel schafft es nun hervorragend, nicht nur die Dynamisierung zu zeigen, sondern auch eine gewisse Ruhe. Und diese Atmosphäre erlaubt es dem Betrachter, sich hinzusetzen, vielleicht auf diesen leeren Schemel und nicht nur die Bilder von Francis Bacon zu betrachten, sondern auch die Bilder von Stefan Nützel.